Das geplante Stuttgarter Tor soll mit 64 Metern Höhe das höchste Hochhaus in Reutlingen werden. Die SPD-Ratsfraktion hatte den Antrag gestellt, die Beurteilungskommission müsse sich dem Bauwerk noch einmal annehmen. Jetzt ist dieser Antrag im Gemeinderat gescheitert. CDU, Freie Wähler, wir und FDP lehnten ihn ab. Grüne, Linke und Oberbürgermeisterin Barbara Bosch hatten sich von der SPD überzeugen lassen. Die SPD-Ratsfraktion hatte kritisiert, dass der Turm entgegen der ursprünglichen Planungen nun höher und breiter werden soll. Insbesondere CDU, wir und FDP befürchteten, der SPD-Antrag könnte Investoren abschrecken.